Hallo zusammen, willkommen bei Deponia. Ich habe mir überlegt, vielleicht muss man ja einfach nur ein bisschen außerhalb des Spiels warten, bis diese Bohnen hier wachsen. Das wäre mal witzig. Hey, Moment, ich kann das Beet benutzen. Was kann ich da benutzen? Enttäuschend. In der einschlägigen Fachliteratur wurden mir dramatischere Ergebnisse versprochen. Ach so, die Bohne ist wieder da. Na toll. Muss man sie wohl noch tachyonisieren? Damit sie... Das muss ich nicht tachyonisieren. Nicht solange ich eine viel lässigere Methode kenne, Portale zu öffnen. Ach, Mist. Ich habe uns was zum Beißen organisiert. Ist nur, du bist noch jung. Zeig mal deinen Finger. Ach ja, die gute alte Hexe. Aber wofür ist denn jetzt die Bohne da? Also das ist ein ganz anderes Kaliber. Ich kann die natürlich... Ach so, ja, ich habe da eine Idee. Wenn man die Rufus in die Tasche wirft und der landet in diesem Beet... Er wüsste bestimmt, was jetzt zu tun ist. Oder wenn man sie hier durchwirft und sie landet in diesem Beet... Etwas Saatgut für seinen Gemüsegarten. Und schwupp! Und schwupp! Ja, da haben wir die Ranke doch. Ach Gott, war das mühsam. Herr Rufus, endlich! Wir hatten schon gar nicht mehr mit Ihnen gerechnet. Wieso? Wie lange war ich denn weg? Über eine halbe Stunde. Nur, in der Zwischenzeit sind mittlerweile Jahre vergangen. Dafür haben Sie sich aber gut gehalten. Nicht einmal die Klamotten haben Sie gewechselt. Ich selbst war nicht lange dort. Ich steckte noch in einer anderen Zeit fest. Aber Grohl, McChronicle und Drüsenunfall? Ich fürchte ja. Aber wir sind doch Zeitreisende, richtig? Wir können zu einem früheren Zustand der Zwischenzeit zurückkehren, oder? Na klar können wir. Mit den passenden Nupsis ist alles möglich. Ich kann hier nicht raus. Nichts Neues zu erkennen. Denkt nach. Wie komme ich in die richtige Zwischenzeit zurück? Es muss einen Weg geben. Gab es dort noch mehr Portale? In Reichweite? Eigentlich nur das kleine da. Aber das ist zu schmal. Und wenn ich ihn durchgreife, sehe ich nur die Szene von vorhin, wo Drüsbert durch das Loch gefallen ist. Na, da haben wir es doch. Die Löcher sind offenbar nur eine halbe Stunde Realzeit auseinander. Wenn Sie sich beeilen, könnten Sie von der anderen Seite aus durch das kleine Portal nach vorhin gelangen und sich selbst durch das große in die Zwischenzeit folgen. Kann mir irgendwer dieses Nerdgefasel übersetzen? Ach, so ist das. Da gibt's nur noch ein Problem. Das Portal ist zu klein. Ich komme nicht durch. Und ich glaube, ich weiß mittlerweile auch warum. Die Tachyon-Ventile sind nicht weit genug aufgedreht. Hier, nehmen Sie meinen Tachyon-Ventilschlüssel. Ach was? So. Damit sollte es gehen. Danke, danke fürs Erklären. Ich wollte doch mal durchschauen, aber ich kann nicht. Naja. Jetzt können wir die seltsamen Nupsis aufdrehen. Aber Herr Rufus, jetzt bringt das doch nichts mehr. Sie müssen das vorhin gemacht haben. Weiß ich doch. Ist doch voll easy alles. Also, du kannst es auch einfach schlecht erklären. Lass das doch mal hier, Igor machen. Wünscht mir Glück. Beeilen Sie sich. Mit jeder Sekunde, die Sie außerhalb der Zwischenzeit verbringen, ist vorhin auch wieder Zeit vergangen. Okay, also schnell wieder dadurch. Oh nein, ich bin zu spät. Ah, praktisch. Immerhin gutes Werkzeug hat er, der Nerd. Aua! Was glotzt ihr denn so? Herr Rufus? Aber Sie sind doch gerade erst durch das Portal gesprungen. Ja, und? Ist doch logisch. Sag mal, passt ihr nicht auf? Also er hat es doch selbst erklärt. Wie kann er das denn jetzt nicht verstehen? Passt ihr auch gut auf? Ist das etwa noch Teil des Unterrichts? Das ganze Leben ist Teil des Unterrichts. Passt ihr auch gut auf? Ist das etwa... Das ganze Leben... Okay. Zeigt mir die Portale. Brille. Aha, ich sehe Potenzial. Das ist ja nichts, was man nicht wieder öffnen kann.
Das heißt, jetzt kommen wir zurück zum Anfang, richtig? Direkt nachdem der Typ reingefallen ist. Vielleicht? Oh, wir haben beide wieder offen. Das heißt bestimmt, ich habe irgendwas falsch gemacht. Bevor ich aber gehe, eure Leistungen in diesem Semester waren nicht übel. Ich sag mal, 2 Minus mit reichlich Luft nach oben. Ich hasse Abschiede. Au. Ich bin wieder in Paradox City. Aber zu welcher Zeit? Zur Hochzeit. Oh, diese Wortspiele sind einfach herrlich. Sie hat bereits angefangen. Die Zwischenzeit, die Hochzeit, ich liebe es. Take me down to the Paradox City. Zum Stadtkern, where the girls are pretty. Ah, der Klassiker. Rufus, was tust du hier? Ich hol mir mein Mädchen zurück. Das ist doch... dein Mädchen also? Was genau macht mich denn zu deinem Mädchen, ha? Huh? Dass du mich hier hast sitzen lassen? Dass du dann für mehrere Jahre verschwunden bist? Dachtest du wirklich, ich würde hier rumsitzen und auf dich warten? Meine Fresse, wir kennen uns gerade mal einen Tag. Ich kenne dich schon viel länger. Einen Scheiß kennst du. Du meinst die andere Goal. Und auch die hast du sitzen lassen. Sie hat mir alles erzählt. Mag sein, dass ihr damals eine tolle Zeit hattet. Aber ich bin nicht sie. Meine Güte. Du bist ja eifersüchtig. Was? Du verdammter... Na! Goal, warte! Bravo, gut gemacht. Ich dachte, wir sind Freunde. Mir geht's auch gut. Danke der Nachfrage. Außerdem habe ich die Sache hier voll im Griff. Lass mich einfach mit ihr reden, okay? Aber beeil dich. Die Met-Torte wird bereits kalt. Met-Torte? Manchmal überspringt es sogar mehrere Generationen. Lass mich einfach mit ihr reden, okay? Aber die Met-Torte... Ich rede gleich mit ihr. Ganz kurz. Nur ganz kurz. In so einem kleinen Kaff muss man zusehen, dass man schnellstmöglich unter die Haube kommt. Genau. Verdammter Butterstampfer! Danke für die kleine Spritztour, Vince. Auf meinem Schoß ist immer ein Platz für dich frei, kleiner Freund. In seinem Alter sollte er eigentlich nicht mehr Zeit reisen. Unsinn, Junge. Der graue Star verhindert zwar das dreidimensionale Sehen, aber wir reisen ja in 4 Dimensionen. So. Das ist nicht ihr Partygesicht, so viel steht fest. Was haben wir denn dabei? Oh, ja, 4D-Brille. Schauen wir mal schnell. Aha, ich sehe Potenzial. Oh, wirklich? Die Garage ist offen. Diese verdammte Garagentor. Die ganze Zeit war es ein Objekt zum Auswählen und man überlegt sich, wie man da jetzt endlich reinkommt und jetzt steht es einfach offen. Ach, komm. Das hätten sie auch weglassen können. Du, Goal. Hau ab! Kapier endlich! Es ist zu spät für uns. Nein, das hast du falsch mitgekriegt. Die Trauung wurde nicht vollzogen. Alles ist gut. Sag mal, hast du einen an der Waffe? Ich weiß ja, du bist schwer von Begriff. Darum spreche ich ganz langsam, okay? Ich wohne seit über 2 Jahren in Paradox City. Dich kenne ich gerade mal einen Tag. Das hier ist jetzt mein Zuhause. Aber das geht doch nicht. Wenn die Zeit wieder läuft, wird es diesen Ort nicht mal mehr geben. Das ist mir egal. Okay. Ich verstehe langsam, was hier los ist. Du bist sauer, weil ich dich allein gelassen habe. Aber schau doch, es hat sich gelohnt. Was soll das sein? Tachyonenpfeile. Damit kann man Portale öffnen. Wir können endlich aus dieser Todesfalle hier entkommen. Was zum... Du hast es echt nicht verstanden, oder? Ich werde heiraten. Ich brauche keine bescheuerten... Goal, nicht! Hier gibt es... Portale. Oh, das hatte Potenzial. Hinterher! Goal, halte durch. Ich bin schon unterwegs. Aua! Hey da! Wo ist das Timepod? Och nö! Wie sollen wir denn jetzt je wieder zurückkommen? Das Timepod habe ich doch vorhin schon benutzt, oder nicht? Du Goal, es tut mir leid. Ich rede nicht mit dir.
Aber sie selber schuld. Das ist nicht ihr Partygesicht, so viel steht fest. Ich könnte hier ein bisschen Hilfe gebrauchen. Ich sagte, ich rede nicht mit dir. Dann müssen wir eben schweigend einen Weg zurück in die Zwischenzeit finden. Hm? Wer spricht da? Du, Goal, es tut mir leid. Ich rede nicht mit dir. Ich muss ihn im Auge behalten. Nicht, dass Goal ihn gleich auch noch heiratet. Moment. Kannst du meiner Braut ausrichten, dass ich hier ein bisschen Hilfe gut gebrauchen könnte? Kannst du diesem Landstreicher ausrichten, dass ich nicht seine Braut bin? Mal das macht ihr zwei Turteltauben mal besser unter euch aus. Im Lager der Feinde war alles ruhig. Zu ruhig für den Geschmack des Helden. Ich könnte hier ein bisschen Hilfe gebrauchen. Ich sagte, ich rede nicht mit dir. Na, dann probieren wir es nochmal über Moment. Kannst du meiner Braut ausrichten, dass ich hier ein bisschen Hilfe gut gebrauchen könnte? Kannst du diesem Landstreicher ausrichten, dass ich nicht seine Braut bin? Mal das macht ihr zwei Turteltauben mal besser unter euch aus. Ach, wo ist der Ring, wenn man ihn braucht? Aha, ich sehe Potenzial. Mal wieder. Hey, das sind ja neue Potenziale dazugekommen. Ich habe das Gefühl, wir zerschießen die Raumzeit immer weiter. Ha, Treffer! Wer sagt's denn? Wurde echt Zeit, dass hier mal wieder was funktioniert? Echt praktisch, dass wir so viele Pfeile haben. Das ist zu weit weg. Außerdem will ich nicht schon wieder versehentlich eine Waffenruhe brechen. Das letzte Mal hat es mir den ganzen Urlaub versaut. Wir können aber wieder rüber. Also, warum nicht? Schießen wir auf jeden Fall mal das da auf. Und jetzt? Das ist zu weit weg, außer das letzte. Na gut, nach vorn, nach oben. Wie geht es weiter? Aber ich gehe nicht ohne Goal. Wer weiß, wen sie sonst noch alles heiratet. Und darunter kann ich doch aber nicht. Im Lager der Feinde zu. Ich erkenne hier durchaus Potenzial. Ja, den Spruch hatten wir doch schon ein paar Mal. Och nö, wie sollen wir denn jetzt je wieder zurückkommen? Guck mal, Goal, Portale. Gute Neuigkeiten. Ich habe einen Weg hier rausgefunden. Hat da jemand was gesagt? Ich sehe gar niemanden. Oh, jetzt hör doch mit dem Babykram auf. Wir können zurück in die Zwischenzeit. Das muss doch auch in deinem Sinne sein. Ach, Monsieur Wedding Crasher will mir erklären, was in meinem Sinne ist? Goal, ich bin untröstlich. Ich wollte doch nicht, dass wir hier landen. Auch wenn die Entführung der Braut genau genommen zu den traditionellen Aufgaben eines Trauzeugen gehört. Ich weiß doch, dass du diese Dinge nicht mit Absicht machst. Und dass wir hier festsitzen, habe ich selber verbockt. Aber für einen Zeitreisenden ist dein Timing echt unterste Schublade. Während du fort warst, hat mir die alte Goal viel von dir erzählt. Sie sagte, dass du zurückkommen würdest und dass ich Geduld haben soll. Sie sagt, du hättest ihr beigebracht, niemals die Hoffnung aufzugeben. Aber alles, was ich dachte, war, dass ich nicht so enden will wie sie. Zweimal bist du einfach aus ihrem Leben verschwunden. Aber immer, wenn sie gerade akzeptiert hat, dass du nicht zurückkommst, tauchst du doch wieder auf. Wie soll man denn damit umgehen? Ist das so eine Masche von dir? Und jetzt ziehst du die gleiche Chose bei mir ab. Das macht also insgesamt schon drei. Und deswegen willst du jetzt lieber in der Wüste versauern? Na komm schon. Sagt man nicht, alle guten Dinge sind vier? Aha, eine neue Chance. Ja, wirklich eine Scheißlaune. Hier in der Wüste haben wir ein Sprichwort. Das Schwierige an der Kokosnussernte ist, die Frau auf die Palme zu bringen. Den Rest erledigt die Schwerkraft, ne? Echt jetzt? Wenn das so ist, habe ich echt einen Lauf. Meine Rufus. Rufus, hinterher. Hinterher, habe ich gesagt. Sie wird nämlich jetzt irgendwo rauskommen, wo Roccos Leiche rumliegt und sie wollte den Mann heiraten. Erkennst du mich denn nicht? Ich bin's. Goal! Nie gehört. Aber ich kann dich ohnehin nicht reinlassen. Befehl ist Befehl. Das ist doch... Na! Probleme? Rocco will die Brücke nicht runterlassen. Dann hat er dich in dieser Zeit offenbar noch nicht kennengelernt. Keine Sorge, das wird er gleich. Ist wohl doch nicht so toll, der Typ, was? Ich scheine ein Händchen für Idioten zu haben. Stimmt. Erst Cletus, dann er hier. Du suchst dir wirklich mit großer Treffsicherheit die größten Napfsülzen aus. Hast du schön gesagt, Rufus. Hast du wunderschön gesagt.
Ich würde ja gerne, also ich kann ja jetzt, also ist Rocco da oben? War das nicht ein anderer vorher? Das war ein anderer vorher. Jetzt bist du sicher dankbar, dass ich deine Hochzeit habe platzen lassen, richtig? Überspann den Bogen nicht. Es ist fast wie früher. Na, kein Wunder, ist ja auch früher. Hey, Rocco, lass uns rein. Wow, das ist dein Plan? Psst, ich würde ja gerne, aber ihr steht mitten im Fuel-Lock-Gebiet. Wenn ich die Zugbrücke runterlasse, könnte das eine Invasion zur Folge haben. Ach so, na dann. Ich glaube, er will uns wirklich nicht reinlassen. Gut, dass du es nochmal versucht hast. Hey, man weiß ja nie. Zeig mir mein Potenzial. Aha, ich sehe Potenzial. Na also, das ist ja fast schon zu leicht. Wo sind denn eigentlich all die Fuel-Locks? Hey, was tust du da? Ich falte mir einen vierdimensionalen Kalender aus Recyclingpapier. Das sieht mir eher so aus, als würdest du versuchen, das Portal zu öffnen. Tja, offene Portale sind das Januar-Motiv, du Blitzmerker. Das geht nicht. Das ist ein Elysium-Portal. Da kommen die Fuel-Locks her. Dann versuch doch, mich aufzuhalten. Bin gespannt, wie du das anstellst, ohne das Tor zu öffnen. Ich wäre verpflichtet zu schießen. Oder willst du mich etwa, was hast du gesagt? Ernsthaft? Du würdest eher auf uns schießen, als uns reinzulassen? Ich mache die Regeln nicht. Ich befolge sie nur. Dann mach dich mal auf etwas gefasst, Freundchen. Ich bin nämlich mit demjenigen unterwegs, der sie bricht. Selbst wenn das bedeutet, dass man ihn über den Haufen schießt. Ist es nicht so, Rufus? Genau. Genau. Verlockend. Aber irgendwie bezweifle ich, dass das meine Chancen bei Goal verbessern würde. So knapp. Okay, geben wir ihr die Tachyonen-Armbrust. Und sie soll das doch mal machen. Sie ist nämlich diejenige, die die Regeln bricht. Später vielleicht. Lass uns erstmal weiter. Oh. Okay, brechen wir die Regel. Holen wir die Fuel-Locks zurück. Nach. Ich glaube, hier brauche ich einen. Immer wir sind. Am besten einen, bei dem ich nicht über den Haufen geschossen werde. Ich sollte mit Goal darüber reden. Ach so? Ja, danke. Gut, dass du mir das sagst, Rufus. Und? Hast du schon eine Idee, wie wir an ihm vorbeikommen? Hm? Hier oben, Rufus. Oh, Entschuldigung. Mir ist tatsächlich gerade eine Idee gekommen. Wir könnten... Bitte was? Hey, was flüstert ihr da? Und dann... Wer flüstert, der lügt. Und das war's. Denkst du, du kannst das? Klar. Warum denn nicht? Na los. In Position, Soldat. Echt jetzt? Na gut. Ich geb dir das Signal, wenn ich soweit bin. Was habt ihr denn jetzt besprochen, ihr Flachpfeifen? Schauen wir einfach mal. Goal! Jetzt! Was zum... Oh. Wirklich? Oh. Dann schieß auch, Rufus. Nicht selber ablenken Was lassen. Was ist jetzt? Ist das Portal schon offen? Einen Augenblick noch. Was hat sie da an? Okay, jetzt. Oder sind das Zensurbalken? Nein, stopp! Ha, jetzt sind wir doch zusammen auf Elysium. Tja, das sind wir wohl. Hier sollte es eine Menge anderer Portale geben. Können wir nicht einfach hier bleiben? Aber Goal, das hatten wir doch schon. Anfangs habe ich ja auch gedacht, dass das eine gute Idee ist. Aber wer rettet die Welt, wenn nicht wir? Das ist unfair. Warum darf es uns nicht gut gehen? Goal? Probleme, Gefahren. Es ist fast so, als würde uns jemand beobachten und... Goal! Oh oh. Ronny! Bist du etwa für die ganzen Fuel-Locks verantwortlich? Sind sie nicht super und viel effektiver als die alten Robo-Bediensteten? Zumindest werden sie häufiger nachgefragt. Besonders beliebt ist das Sicherheitspersonal jeden Morgen dasselbe. Kaum habe ich den ersten Fuel-Lock losgeschickt, gehen überall die Sirenen. Sicherheitsalarm! Sicherheitsalarm! Haha! Sie können gar nicht genug von ihnen bekommen! Ronny, du musst damit
hören. Die Fuel-Locks sind keine Sicherheitskräfte, sondern die Sicherheitslücke. Das ist ja das Schöne. Die Leute lieben das. Streicheltiere und Kartbahnen. Die Leute wollen Dramatik. Action. Jeden Tag ein neues Armageddon. Und dank dieser Zeitschleifenkiste gibt's all das vollkommen ohne Konsequenzen. Na, wie findet ihr mein neues Unterhaltungsangebot? Ronny, du bist verrückt geworden. Nein. Ja, danke. Du bist verrückt, Ronny. Mag sein. Verrückt nach Spaß. Das hier ist aber kein Spaß, Ronny. Das ist bitterster Ernst. Wie kann es ernst sein, wenn es keine Konsequenzen hat? Weil Konsequenzen wichtig sind. Ohne Konsequenzen ist einfach alles nur sinnlos. Papalapups. Spaß ist immer sinnlos. Du irrst dich. Das Gegenteil ist der Fall. Und ich glaube, ihr wisst einfach nicht, wie man richtig Spaß hat.